Sputnik TV präsentiert die Asienmeisterschaft im Säbelfechten 2008 in Bangkok. Willi verlangen die Zuschauer nach ihrem Liebling. Doch aus Platzmangel im Fashion Center der Ram Infrarot ist Willi mit Trainer Erhard Bauer in die muslimische Gebetsecke zum Aufwärmen abgetaucht. Doch dann war es so. Gegen El Siddiq, Willi Kotny auf der Planche. Doch der lässt sich von dessen vergoldeten Säbel nicht blenden und schickt den Mann aus Katar im 32er K.O. nach Hause. Wegen seiner guten Vorrunde braucht Willi im 64er K.O. nicht antreten. Dann Hin Chung Lam. Würde dessen Trainer seinen Fechter richtig gegen den Bauerschützling einstellen? Hongkong wird seit einem guten Jahr von Andreas Tecsi aus Ungarn ausgebildet. Doch es fehlt an Wettkampferfahrung. So souverän wie beim Siegtreffer hat die Kotny das ganze Gefecht dominiert. Doch dann wird es gegen Tao Tao Chen aus China ernst. Es ist der Kampf um einen Medaillenplatz. Kotny konzentriert, setzt den ersten Treffer. Doch das Gefecht bleibt ausgeglichen, 8-7 zur Halbzeit. Die Stunde der Trainer. In der Thai-Ecke muss Kotny gebremst werden, er ist zu hastig. In der Schiene-Ecke verlangt der Coach mehr Pfeffer. Tao Tao Chen ist zu ängstlich. Die Anweisungen vom Bauer scheinen gefruchtet zu haben. Im Lauf der zweiten Hälfte baut Kotny seinen Vorsprung aus. Der Siegtreffer zum 15-12, das ist die Bronzemedaille. Danach eine 1,5-stündige Pause und erneut Aufwärmen für den Kampf um Gold oder Silber. Vorstellung der Finalisten. Wer Kotny kennt, weiß, dass Pausen Gift für ihn sind. Und so muss er erst mal 4 Treffer einstecken, ehe er selbst zum ersten Mal punktet. Zu viel, um das gegen einen Weltklasse-Mann wieder wettzumachen. Hier sieht man deutlich, wie abgebrüht Han Ming Zhu den Angriff des Thais pariert. Und wieder dasselbe Spiel. Erst hier hat Kotny seine Mensur gefunden, punktet. Aber gegen die Nummer 25 der Weltrangliste kommt das zu spät, auch wenn jetzt wieder alles stimmt. Ja. 8-5 führt der Chinese zur Halbzeit, die Minute der Tränen. Videobeweis ab dem Halbfinale auch bei den Asienmeisterschaften. Kotny TV kann das auch. Punkt für Kotny, weil der Chinese etwas länger verzögert als der Thai. Am Ende zeigt Han Ming zu, dass er der ausgereiftere Finalist ist und dass für Kotny noch eine Menge Arbeit bis zu den Olympischen Spielen war. Den Endkampf gegen Zhu gewinnt dann Landsmann Man Zhong.
der neue Asienmeister. Dann haben die Kaköre wieder das Wort, Siegerehrung. Ein Thai auf dem Treppchen und das Volk hat einen Helden. Einziger Schönheitsfehler, die Hymne ist chinesisch, aber immerhin eine Thai-Fahne am Himmel und Kotney wieder unter den besten 32 Säbelfechtern der Welt. Sie sahen einen Beitrag von Kotney TV.